Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Betriebsprüfung. Teil 5. Das Prüfungsverhalten ab 2018. Das ist durch zwei Sachen geprägt. Durch die Kassenbuchnachschau und, soweit man die Daten an das Finanzamt überspielen muss, wird es elektronisch ausgewertet. Das betrifft besonders die Ladengeschäfte. Es gibt ein Programm beim Finanzamt, das prüft die Aufschlagssätze und macht automatisch auch den Branchenvergleich. Das ist natürlich nicht gut für einen, also gerade wenn man das Kassenbuch nicht ganz so sauber geführt hat, man ist quasi sofort ertappt. Zum einen bei der Kassenbuchnachschau, weil der Saldo zwischen Kassenbericht und der tatsächlichen Kasse nicht übereinstimmt. Das ist schon mal ein schlechter Anfangsmoment. Und wenn es dann weitergeht und das Programm wertet es aus, die ganze Kasse, und es kommt dazu, ja, da stimmt was nicht mit den Aufschlagssätzen, ist man ertappt. Das hat dann zur Folge, dass die Buchführung verworfen wird und der Finanzbeamte sagt charmant, da werden Sicherheitszuschläge genommen. Das heißt nichts anderes als, er wird Ihnen herbe Umsätze hinzuschätzen. Das kostet Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und im schlimmsten Fall ein Strafverfahren. Bitte sehen Sie sich dazu mein gesondertes Video über die Kassenbuchnachschau an. Thanks for watching.